Traditionsgemäß beginnt das Weißenfelser Altstadtfest ja mit einem festlichen Konzert am Donnerstagabend. Und heute auf der Bühne hier auf dem Marktplatz das Leipziger Symphonieorchester. Und sie werden uns sozusagen den zweiten Teil von berühmten Filmmelodien bringen. Angefangen haben sie damit bereits im letzten Jahr und das Publikum war begeistert. Wird es heute auch wieder sein? Es ist nämlich ausverkauft, keine Karte war mehr zu bekommen. Wir haben vorher die Gelegenheit genutzt, um mit dem Generalmusikdirektor des Symphonieorchesters zu sprechen und später dann noch mit Jörg Freiwald, weil es wurden auch wieder verdiente Bürger ausgezeichnet. Bereits zum zweiten Mal wurde das traditionsreiche Schlossfest in Weißenfels zum Altstadtfest. Aber am gewohnten Ablauf wurde nicht Hand angelegt. Bei idealem Sommerwetter startete am Donnerstagabend die Eröffnung des viertägigen Feiermarathons auf dem Marktplatz. Ausverkauftes Haus, und so konnte sich der neue Oberbürgermeister Martin Papke mit seiner ersten Eröffnungsansprache über eine tolle Kulisse freuen. Aber bei aller Feierfreude fand das Stadtoberhaupt auch mahnende und ernste Worte in seiner Rede. Es muss aufhören, dass es zur Selbstverständlichkeit gehört, Sonnenblumenkernhülsen auszuspucken, den Müll nicht wegzuräumen, Dreck als Gott gegeben zu akzeptieren und Lautstärke als Status im Revier zu sehen. Jede unserer Straßen sind Teile der Geschichte, aber auch der kulturelle Stolz dieser Stadt. Und ich will nicht länger zuschauen, wie auf diese Geschichte und auf ihre Bewohner gespuckt wird. Und dabei möchte ich eines sagen, es ist mir dort egal, ob Deutsche oder Hergezogene. Wir haben uns an Regeln zu halten. Klare Worte in einer Ansprache zum Stadtfest. Es bleibt zu hoffen, dass es dem Oberbürgermeister gelingt, die nicht mehr zu akzeptierenden Zustände in der Stadt zu lösen. Ebenfalls zur guten Tradition gehört es, zur Eröffnung des Altstadtfestes verdiente Bürgerinnen und Bürger auszuzeichnen. Stadtratsvorsitzender Jörg Freiwald hat uns verraten, wer in den Genuss der Auszeichnungen kommt. Es hat natürlich dieses Mal 4 Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt getroffen, die wie immer eine hervorragende ehrenamtliche Arbeit machen. Und ich bin sehr, sehr froh. Das erste Mal haben wir heute, dass wir alle Auszeichnungen, die der Stadtrat vergeben kann, die die Stadt vergeben kann, in einer Veranstaltung machen. Wir werden die Ehrennadel an Herrn Frank Schimanski übergeben. Wir werden 2 verdiente Bürger benennen. Das ist einmal der Peter Beiersdörfer, der trägt auch schon die Ehrennadel unserer Stadt. Dann den Herrn Richard von Löwes of Menar, der bekommt für seine Arbeit den Ehrentitel unserer Stadt. Und wie ich freue mich sehr, dass wir Frau Gudrun Schulze heute das Ehrenbürgerrecht unserer Stadt verleihen können. Ja, und da passt es ja ganz besonders gut, nämlich Gudrun Schulze, die organisiert ja seit vielen Jahren den Umzug, den wir am Sonntag wieder sehen dürfen. Das ist richtig und ich kann immer wieder sagen, sie leistet eine fantastische Arbeit, ob es als Organisatorin für den Umzug ist, ob es als Stadtbilderklärerin ist oder wenn man irgendein Problem hat, sie ist immer da, ihr Herz trägt sie auf der Zunge und ich freue mich wirklich riesig, dass wir diese Auszeichnung heute vornehmen können. Für Sie ist es ja heute auch eine Premiere. Sie stehen heute das erste Mal mit dem neuen Oberbürgermeister auf der Bühne. Ja, aber das ist schon, ja, also Oberbürgermeister ist jetzt der dritte. Also wie gesagt, das haben wir die dritte Premiere. Ja, ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Martin. Und ich glaube, die Stadt geht positiven Zeiten weiter entgegen und wir werden eine gute Arbeit zusammen leisten können. Mittlerweile hat Dunkelheit Besitz vom Festplatz genommen. Bevor die Leipziger Symphoniker loslegten, konnten wir uns mit dem Mann am Pult, Generalmusikdirektor Robert van Stein, über das folgende Eröffnungskonzert unterhalten. Heute Abend Eröffnung des Weißenfelser Altstadtfestes und wie gewohnt donnerstagabends, da gibt es ein tolles Musikprogramm. Und auch dieses Jahr freuen wir uns auf das Leipziger Symphonieorchester. Und ich habe die große Freude, neben mir den Generalmusikdirektor begrüßen zu dürfen, Robert van Stein. Und Sie,
Wunderbar ausgesprochen. Herr van Stein, heute Abend nehmen Sie den Taktstock in die Hand und wir werden etwas hören, wo wir im letzten Jahr schon mit großem Erfolg angefangen haben. Genau. Wir bringen heute Abend Filmmusikfragmente von bekannten Filmen, die man schon kennt aus der Geschichte, aus der Tradition. Aber auch ein paar neue, wie Frozen und Pearl Harbor ist drin. Wir haben vor einem Jahr, glaube ich, mit der Herr Giesen haben wir, glaube ich, ein Konzert gehabt. Und jetzt ist es das Leipziger Symphonieorchester, das selbstständig eigentlich große symphonische Medleys spielt. Jetzt heißt es ja Leipziger Symphonieorchester, aber der Sitz des Orchesters ist nicht in der Stadt Leipzig, sondern etwas außerhalb. Der Sitz des Orchesters ist in Böhlen im Kulturhaus. Das ist ein fantastisches, schönes, großes Gebäude. Weil der Hintergrund von diesem Orchester ist, dass es zwar Leipziger Symphonieorchester heißt, aber es dient das ganze Umland von Leipzig. Und deswegen sind wir nicht nur in der Stadt aktiv, sondern auch wie in Weißenfels zum Beispiel, in Thurgau, in Wurzen. Und deswegen heißt es Leipziger Symphonieorchester, aber wir haben tatsächlich den Sitz in Böhlen. In Böhlen, ja. Herr van Stein, noch eine Frage. Die Filmmusiken werden ja vielfach von großen philharmonischen Orchestern gespielt. Gibt es da einen Grund, weil das klingt kräftiger? Manchmal ist ja schon so, man hört zwei, drei Takte und sagt, das ist die Filmmusik aus dem und dem Film. Gibt es da eine besondere Bewandtnis, warum das von den großen Orchestern so oft gespielt wird? Ich denke, dass die großen Orchester auch heutzutage versuchen, einen Anschluss zu finden mit einem Publikum, was vielleicht nicht so gewöhnt ist, in symphonische Konzerte zu gehen. Das ist mal ein Anliegen, denke ich, was da eine Rolle spielt. Es ist natürlich so, dass diese Filmmusik von den Leuten, die den Filmen angeschaut haben, ist das sehr reizvoll, wenn die dann diese Musik mal wieder hören. Sie verstehen dann auch wieder die Bilder oder sehen dann auch wieder die Bilder. Und das ist einfach eine Hürde weniger, um im Konzertsaal eine Symphonie zu hören. Ich vermute, dass das dahinter steckt. Außerdem ist es schöne Musik. Dabei muss ich sagen, dass natürlich die symphonischen Fassungen, die wir spielen, natürlich nie so klingen wie die Filmmusik im Kino, weil da eine unglaubliche Menge an Elektronik noch hinzugefügt wurde. Trotzdem denke ich, dass dieser Wandel vom Kino-Sound im Konzertsaal ein neues Publikum gibt, eine Art von Crossover ist. Ja. Ich denke, dass das sehr gut ist. Genau. Ja. Wie viele Musikerinnen und Musiker haben Sie denn heute vor Ihrem Dirigentenpult, die für uns spielen werden? Das ist eine gute Frage, weil wir haben viele Aushilfen jetzt, weil das Große besetzt ist. Okay. Aber ich vermute, dass wir so um die 50 sind jetzt. Okay, also dann können wir uns auf einen tollen musikalischen Genuss freuen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend hier in Weißenfels auf dem Marktplatz und wir freuen uns nachher auf Ihr Konzert der Filmmusik. Ich bedanke mich ganz herzlich. Es sieht hier toll aus, unglaublich atmosphärisch. Und ich habe sehr viel Lust. Und somit konnte Obi Papke mit den bezeichnenden Worten den Feiermarathon eröffnen. Ich wünsche uns einen wunderbaren Abend. Das Weißenfelser Altstadtfest 2022 ist hiermit eröffnet. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Für alle, die nicht dabei waren, gibt es jetzt einige Kostproben der vorgestellten Filmmelodien an einem lauen Sommerabend in der Stadt Weißenfels.